Bonjour! Heute wieder endlich ein Video auf YouTube. Man darf nicht mehr so viel Fernsehen machen und ich weiß nicht, ob ich die nächste Sendung mitmachen wird. Deswegen mache ich für euch ein kleines Video, um die Zeit zu überbrücken, wenn die zu viel zu Hause sind. Ganz viel backen die Brioche-Rezept nach. Und ich habe mir gedacht, die gab es noch nicht als Video und ich zeige euch die wichtigen Schritte, alles was ihr achten müssen. Und so könnt ihr sehen, auch wie den Teig aussieht. Ne? Also das ist ein sehr dankbares Teig, sage ich immer in meinem Kurs. Kann sehr, sehr wenig schief gehen. Und die Vielfalt an Rezepten, die man damit machen kann, ist echt enorm. Also für euch heute das Brioche-Rezept. Brioche-Rezept ganz einfach. Ich habe jetzt 500 Gramm Mehl. Dazu kommt erstmal den Milch und ein bisschen Hefe. Also momentan mit der Hefe ist ein bisschen knapp, deswegen mache ich nur die Hälfte. Lass mal einfach den Teig länger gehen. 250 Milch, eine halbe Hefe, ein Ei und 60 Gramm Zucker. Das ist den Anfang. Bei mir kommen Vanille rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach Natur lassen. Könnt ihr auch Zimt rein tun, Tonkarbon, Pistazienpaste, Schokolade, also Kakao, nicht echte Schokolade, weil dann wird der Teig zu fest. Das kneten wir und ich zeige euch, wie es geht. Also, erstmal den Milch. In den Milch kommt die Hefe. Und die Hefe nicht so in Würfel, ja. Die Hefe wird zerbröselt. So, einfach. Jetzt mal ein sehr wichtiges Tipp. Den Milch ist kalt bei mir. Der kommt aus dem Kühlschrank. Da ist nicht so viel passiert. Und ich brösel den so. Wenn Sie den Hefe aber eingefroren haben, so einen kleinen Vorrat gemacht haben, dann nehmen Sie direkt die Würfel und lassen Sie den mit Papier in den Milch auftauchen. Weil Problem ist, wenn die Hefe auftaucht, wird die so ganz flüssig. Ja? Also dann läuft das überall. Also oder in ein Schälchen geben und dann abkratzen mit dem Messer. Ich mache mir ja nicht die Sorge, ich tue es einfach in den Milch rein und nehme die Papier dann raus. Und dann löse ich das von allein. Ja? Also erstmal so reingeben und dann rühren, also komplett lösen. Kann man gut an Gläser gucken, wo das kleben bleibt. Voilà. Voilà. Milch ist gerührt. Jetzt ist mein Mehl da. Da kommen in meine Mehl 60 Gramm Zucker. Zack. Dann den Haken. Ja? Nicht den Schneebesen oder den K von den KitchenAid. Ich arbeite immer meine Brioche mit die Maschine, weil danach kommt Butter und der Butter muss immer kalt bleiben. Das heißt, wenn Sie das mit den Händen kneten, erstmal müssen Sie es länger kneten und zweitens wird den Butter immer wärmer, weil Ihre Hände halt wärmer sind und bei der Maschine bleibt das kalt. Wenn Sie das mit den Händen machen, es ist wirklich gut, wenn der Teig danach in den Kühlschrank aufgeht. Lassen Sie es ruhig ein, zwei Stunden in den Kühlschrank ein bisschen wieder, also den Butter wieder ein bisschen fest werden und den Teig in den Kühlschrank aufgehen. Wenn Sie mit der Maschine machen, ist der Teig viel schneller elastischer und dann brauchen Sie nicht unbedingt in den Kühlschrank gehen lassen. Ja, also, los mal. Und ja, also, Mehl, Zucker, ein Ei, also Ei. Es gibt Eier und Eier. Bitte M-Eier. Wenn Sie L-Eier, müssen Sie wirklich was rausnehmen, so einen Esslöffel. Da würde ich den schlagen und einen kleinen Esslöffel rausnehmen, weil sonst ist Ihr Teig zu flüssig. Aliop. Also, erstmal lasse ich das rühren, ehe dann mein Ei kaputt ist. Wenn mein Ei kaputt ist, tue ich die Mischung rein, also die Milch- und Hefemischung rein. Ja? Achtung. Voilà, der kommt wieder. Auf einmal! Brauchen Sie nicht warten. Voilà. Und jetzt rührt das. Ihr könnt das nicht sehen, aber ein bisschen hier. Und ich lasse es rühren, bis der größte Teil, den Teig, mit, also nicht, also der Mehl muss nicht mehr in der Schüssel sein. Mehl muss nach runter kommen. Da seht ihr ein bisschen durch, genau. Voilà. Da könnte ich noch ein bisschen, aber ich will erstmal noch meine Vanille halbieren.
Letztes Mal habe ich Kuchen mit meinem Sohn gemacht und ich habe gesagt, jetzt kommt die Vanille rein. Der hat die Stange genommen und reingegeben. Also eine Vanille, kratzt mal ab. Ja, es geht nicht ganz rein. Also, abkratzen. Voilà. Schön. Und das tue ich mit der Butter. Weil wenn ich jetzt das so in meinen Teig gebe, dann würde ich das mit dem Mehl mischen und ich weiß nicht, ob die sich überall verteilt. Und Fett und Geschmack ist immer gut, wenn die in Kombination kommen. So, voilà. Okay, also, Achtung. Ich lasse es kneten. Mein Butter ist in kleine Stück geschnitten. Na, nicht so eine Brocke, sondern so kleine Würfel. Alors, on attend. Et on les donne de là. So. Stückchen für Stückchen. Stückchen. Was ist das für ein Brocken? So, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt? Überwachte, ne? Also, man knetet, bis die Schüssel sauber ist. Also den Teig muss sich komplett mischen. Die Maschine muss arbeiten, die mag das nicht, aber die muss durch. Hopp. Et on laisse machin, machin, machin. On peut se faire un café en attendant, au choix. Alors, je vais ganz böse. Bon ben voilà, le Teig ist fertig. Platz. Tac, 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 tac. Alors, rausnehmen. Es muss wirklich an der Haken kleben. Komm her, du. Voilà. Und Sie müssen es so in einer Hand nehmen können. Okay? Und jetzt sehen Sie, die ist so schön glatt. Klebt nicht so sehr an den Finger. Also ein bisschen. Also wenn Sie langsam gehen. Aber eigentlich können Sie es so schön rund machen. Wie ein Babypopo. Genau. Also, das ist ein sehr schöner Teig. Dann falte ich den ein bisschen so. Hopp, mache eine schöne Kugel, sauber. Und die geht jetzt in meine Schüssel zum Gehen, sowieso. Wenn Sie denn Zeit haben, weil wir wenig Hefe genommen haben. Jetzt lasse ich das Minimum so eine Stunde gehen. Ja, sie sollte eigentlich ungefähr bis hier ankommen. Minimum. Also das muss verdoppelt. Wenn Sie es länger lassen, dann wird noch mehr. Okay? Also einfach ruhen lassen. Hopp. Voilà. Den Teig ist schön aufgegangen. Ich habe die mehrmals noch so gedreht, ne, gezogen, dass die eine schöne Textur und schön straff wird. Und dann schneide ich die in kleine Kugeln. Und wie Alice im Wunderland eine schöne Brioche zu haben. Dann macht man so Kugeln. So, und das kommt rein. Sie können den Teig jetzt gehen lassen. Und wenn ihr da aber keine Zeit habt und es ist Sonntag früh, ihr wollt ihr Brioche so schnell wie möglich fertig haben, dann platzieren Sie einfach ein Backblech in den Backofen unten mit einer großen Kanne Wasser, ungefähr 500 Milliliter, 800, egal. Dann eine Gitter, Ihre Backform obendrauf. Und Sie backen dann, also Sie stellen es einfach den Backofen für 35 Minuten bei 190 und ehe der Backofen warm wird, kommt den Hefeteig noch hoch, weil da haben sie Feuchtigkeit und Hitze, also Wärme erstmal. Das hilft auch, den Teig schneller aufzugehen. Da braucht er nicht so viel Zeit warten, genau. Das geht dann schneller. So. Voilà. Und das noch. Ich werde es jetzt so machen, weil ich möchte auch mal irgendwas von meinem Tag haben. Genau. Also, comme ça. Ich ziehe immer, ja, weil sie immer hier ein, wenn ich meinen Teig habe, hier ist die glatt, hier habe ich abgeschnitten, ja, und diese Öffnung will ich wieder zu haben, weil da ist keine Spannung. Die Spannung ist hier oben. Deswegen rolle ich das. Dann tue ich das mal in mein Form rein. Danke. Gut.
Und hier wieder, ich habe es hier abgeschnitten, mache ich zu und oben ist die Spannung. Ja, und dann roll ich. Tack, und der letzte. Voilà, Öffnung auf beide Seiten, dann ziehe ich das zu und dann machen wir Spannung. Voilà. Das habe ich an der Dorf. Voilà, okay. Alors, jetzt ist die Brioche-Teig, also die Brioche-Form voll, meine Kastenform. Am Anfang habe ich das immer noch mit Eigelb und Milch gepinselt. Mache ich das nicht mehr, weil mit manchen Backofen und meine neue Backofen wird das sehr schnell sehr braun obendrauf. Also es brennt nicht an, aber es ist schön dunkel. Aber es ist längst nicht gebacken damit. Das heißt, ich pinsel das einfach nur mit Milch. Ich habe 3,5 Fettmilch. Das reicht völlig. Diese dünne, feste Schicht macht, dass es schön glänzt und eine Goldung kriegt, ohne dass es zu braun wird. Ja? Also, den Wal, ich lag's nochmal. Oder ihr lasst das nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehen und dann backen. Und da aber der Backofen muss aber vorgeheizt werden. Wenn Sie aber keine Zeit haben, zum Beispiel wie ich jetzt, ich nehme meine Backform, wie sie ist, in meine kalte Backofen. Unten schiebe ich eine Blech mit Wasser in der Gitter in der Mitte und meine Backform rein und hopp, für eine halbe Stunde und es erledigt. Okay, ab. Sie froh. Na ja, hallo. Tag. Na ja. Voilà. Alors, das ist mein Brioche. Genau. Heiß. Genau, alors, schon ein ordentliches Stück. Mäßig. Voilà. Passt. Voilà. Also, keine Ahnung, 20, 24 cm hoch. Es duftet. Und entweder können Sie das ziehen, der Hund. Also, das lässt sich, guck mal. Warte. Ha. Guck mal, das lässt sich ziehen. So. Ja, voilà. Also, Sie können so das ziehen, so. Mit Butter, Marmelade oder einfach Schokocreme. Mmh, ist wirklich lecker. Oder einfach Scheibe schneiden. Zum Frühstück ist perfekt. Sie können es auch einfrieren, weil für uns die Portion ist einfach zu groß. Und mit dem Rest mache ich French Toast, also Armarita mit Brioche. Et voilà. Bon. Wer kann es auch? Ich freue mich auf Ihre Nachricht, auf Ihre Foto. Und bitte teile euch das Rezept. Alles Gute. Tschüss.